Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Aber heute beschäftigen wir uns mit diesem sogenannten künstlichen Intelligenz. Fluch oder Segen, oder sollten wir davon richtig Angst haben? Das möchte ich heute mit einem Professor für angewandte Informatik diskutieren, der sich im Bereich Promotion in der Robotik beschäftigt hat. Und er weiß ganz genau, was Sache ist zu diesem Thema. Nach dem Intro gehen wir ins Thema rein. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, Professor Dr. Eckhard Kruse. Du hast schon gelacht, wo ich gesagt habe, du weißt, was Sache ist. Also nimm uns mit auf deine Reise. Ja, also was Sache ist, ist ja zweierlei. Was technisch Sache ist, weiß ich, glaube ich, ganz gut Bescheid. Aber wie sozusagen die gesellschaftlichen Auswirkungen sein werden, da werden wir sehen. Vielleicht, um es vorwegzuschicken, ich sehe es relativ entspannt, werde ich jetzt nicht in die allgemeine, die künstliche Intelligenz und die Killerroboter der Zukunft werden uns Menschheit unterjochen. Da stimme ich nicht mit ein und ich habe ein paar gute Argumente, warum das so ist und auch warum, ich habe es ja hier in dem Untertitel schon mit lebendiger Intelligenz, warum die Intelligenz von uns Menschen meiner Meinung nach doch eine ganz andere Qualität hat und wir uns von daher vor dem, was so die Technik heute ja, an Hilfsmitteln uns bietet, nicht allzu viel Angst haben müssen. Kann sich der Computer nicht weiterentwickeln? Ich meine, der Computer ist die Summe aller Informationen, die wir ihn gefüttert haben und macht sich aus dieser eine Wahrscheinlichkeitsberechnung und bringt was, oder? Da sind wir schon ein bisschen mittendrin. Ich weiß nicht, ob wir da direkt reinsteigen wollen. Ich habe also ein paar Folien weiter, können wir da relativ genau gucken. Also was machen jetzt auch gerade heute so die Systeme, ne, ChatGPT oder Large Language Models, also diese großen Sprachmodelle, die ja so in aller Munde sind und da ja tatsächlich auch wieder einen Schritt weiter gehen, wo man ne, sagt, irgendwie vor ein paar Jahren wahrscheinlich selber noch nicht so dran gedacht hätte, oh, das ist ja ganz erstaunlich, was die da an Texten produzieren. Aber vielleicht steigen wir einfach auch mit dem Klassiker ein, wenn man über künstliche Intelligenz redet, dann fragt man ja immer erstmal selber die künstliche Intelligenz. Ja, machen es ja viele und wo du schon gesagt hast, Fluch oder Segen. Ich habe zufällig, ja genau, in dem Hinblick auch mal ChatGPT gefragt, ne? Also so, ja, ich habe es mal formuliert, ne? Im Sinne von Nachrichtenschlagzeilen. Wir kriegen ja ständig irgendwie Nachrichtenschlagzeilen um die Ohren gehauen. Und jetzt soll sich GPT-3.5 war das, nicht 4.0, ne? Das ist ja ein bisschen schwieriger zugänglich, soll da ja einfach mal Nachrichtenschlagzeilen produzieren. Und fangen wir mit den positiven Prognosen an, ne? Die hier mal so gelistet sind. Und das hört sich natürlich alles ganz toll an. Also da haben wir schon deinen Segen oder den vermeintlichen Segen bei manchen Dingen. Würde ich auch hier in diesem vermeintlich positiven Schlagzeilen nicht unbedingt einen Segen sehen, wenn da unten zum Beispiel steht, KI-Systeme könnten die Sicherheit in Städten erhöhen und Kriminalität bekämpfen. Das klingt für mich eher so wie das, was mir Politiker sagen, wenn sie irgendwie die Totalüberwachung ausrufen wollen. Also da muss man natürlich differenzierter gucken, aber es hört sich erstmal alles ganz großartig an und vieles ist ja auch relativ allgemein gefasst, was sowieso auch wenn wir gerade diese Large Language Models fragen, und das liegt natürlich auch in deren internen Aufbau, hört sich sozusagen relativ allgemein an. Das ist also jetzt nicht so der ultimative Stupser, der sagt, wo ich so das Gefühl habe, da kommt was total Überraschendes, eine total originelle Idee, so quer rein. Und, sondern das ist eher so, naja, wenn man halt eben alles nur durch den Fleischwolf dreht, was so an Ideen da ist, naja, dann muss es halt irgendwie die Wirtschaft irgendwie verbessern oder irgendwie Lebensqualität, Klimawandel und so weiter. Ob es einen Klimawandel gibt und ob der Menschen gemacht ist, wird natürlich auch schon nicht hinterfragt, was natürlich auch wieder ein, also sozusagen dieses diskursive Element haben wir bei der KI auch nicht so drin, wie man es bei Menschen drin hat. Wir sehen also schon so ein paar Aspekte. Also eine rationale Entscheidung ist da jetzt nicht drin, sondern es ist eigentlich die gefütterte Angsthype, Klimawandel, der vom Mensch gemacht hier ins System eingegeben wurde mit Schlagzeilen. Und die KI nimmt jetzt diese vielen Schlagzeilen, die viel mächtiger sind als die Gegendarstellung? Na, das spielt eine Rolle und das ist natürlich auch ein Thema, wo sich auch also KI-Forscher generell Gedanken machen, wie so ne, was da für ein Filter greift und woraus werden die KI-Systeme trainiert? Die denken sich ja nicht selber was aus, sondern letztendlich verwursten die ja nur, was Menschen irgendwie mal geschrieben haben. Ne? Und eine wesentliche Quelle ist zum Beispiel Wikipedia und Wikipedia hat
eine sehr klare Weltsicht, die in meinen Augen in bestimmten Bereichen völlig, fragwürdig zumindest ist. Also die auch eine sehr klare Linie ist, also auch was spirituelle Fragestellungen angeht. Oder alles, was irgendwie paranormal oder egal, Homöopathie, sonst wie, das ist ja in Wikipedia alles, ist ja alles Quatsch. Mhm. Und das ist natürlich die Weltsicht, aus der sich diese Antworten auch grundsätzlich speisen. Ne? Und von daher ist da natürlich auch sehr materialistisch der Klimawandel geprägt, natürlich ein gegebenes Ding. Ne? Also das ist natürlich auch das, was in den Medien publiziert wird und so weiter. Ne? Also das, jetzt insofern diese wirklich neue Idee, ne, die nicht irgendwo schon im Raum ist, wird hier typischerweise auch nicht zu finden sein. Mhm. Ne? Aber gut, da können wir dann auch noch ein bisschen gucken, wie das genauer funktioniert. Aber liest sich so erstmal ganz gut an. Natürlich habe ich auch die Horror nach den Horrormelden, Fluch oder Segen hast du gefragt. Dann fragen wir mal nach dem Fluch. Habe ich hier mal gefragt, massive Arbeitslosigkeit, KI-Waffen. Da sind sie, die autonomen Killerroboter, die die Weltherrschaft übernehmen. Kann man auch dann diskutieren, wo dann ja auch gerne so mit Ethik für KI dann herkommt, in meinen Augen auch letztendlich auch eine Verwirrung, weil dann kann ich auch Ethik für Autos, ne, ich kann mit Autos Leute totfahren oder Ethik für Panzer kann ich auch Leute mit umbringen. Wir sind zwar ein Stück weiter noch abstrahiert vielleicht von der Entscheidung, irgendwie was Böses zu tun, aber deshalb würde ich auch nie sozusagen eine Panzerethik einzuführen, weil man mit Panzern irgendwie Menschen töten kann. Ist in meinen Augen genauso sinnlos wie irgendwie für Killerroboter eine Ethik einzuführen. Die Leute, die solche Dinge entwickeln, die sollten sich mal fragen, welcher Ethik sie folgen. Ne? Mhm. Aber da können wir später vielleicht auch noch ein bisschen genauer reinschauen. Und liest sich soweit erstmal ganz gut. Ist auch erstmal, ne, weil das ja so die klassische Öffnung für das Thema ist, was jetzt hier nicht so auftaucht. Ich hatte es mal auch kürzlich bei so einem Vortrag im kleineren Kreise gemacht. Das ist aber dann ein bisschen längerer Textblock, wo ich auch im Prinzip auch so zwei Richtungen gefragt habe. Ist KI toll? Das ist, ne, dann kommt eben genau dieses ganz Positive. Ist KI nicht toll? Dann kommt das ganze Negative. Oder wird es zu sehr gehypt? Wird es zu wenig gehypt? Bei beiden gibt es eine total perfekte, geschliffene Antwort. Und dann als drittes frage ich, welche Meinung hast du denn? Wird es zu viel gehypt oder zu wenig gehypt? Und spätestens da merkt man, ein Mensch würde jetzt irgendwie Position beziehen und sagen, ich bin schon der Meinung so und so. Ja, also wo man merkt, da ist irgendwie eine Energie dahinter. Bei der KI kommt dann, man kann so oder so sehen, ne, die sich so rauswindet. Oder noch schöner ist, da sind wir aber so bei dem Thema des Konfabulierens oder Halluzinierens, was tatsächlich ein Thema, auch eine große Frage bei der KI ist. Wenn sie keine Ahnung hat, findet sie Quatsch. Und besonders lustig war das mal, als ich zum Thema der physikalischen Medialität nach Medien gefragt habe. Und dann kamen erstmal so irgendwie irgendwelche historischen Medien. Dann habe ich nach zeitgenössischen Medien, die momentan so aktiv sind, gefragt. Dann kam dann nur so, Entschuldigung, die gibt es natürlich auch. Dann kam da ein bisschen was. Und dann habe ich nach Fantasienamen gefragt. Und das war dann besonders witzig. Da habe ich irgendwie irgendwelche völlig sinnlosen Namen. Und dann tatsächlich wunderbarer Fließtext. Was habe ich gefragt? Irgendwie Eduard Hometree oder so irgendeinen, also Fantasienamen, auch sicherheitshalber nochmal geguckt, dass es den wirklich nicht gibt auf Google. Und dann kam der und seine Frau und dann noch einen Namen dazu, haben ja damals im 19. Jahrhundert und dann wirklich so ein langer Text, völliges Fabulieren. Ne? Und dann habe ich nochmal nachgefragt, bist du sicher? Und dann so, es könnte auch sein, dass Eduard Hometree so und so. Also dann sind wir sozusagen komplett im Reich der Lügen und der Fantasie. Und beim Menschen bin ich mir relativ sicher, wenn ich den frage, hier bist du dir sicher, ne, dann kriegt er entweder eine lange Nase oder würde dann je nach Empfinden entweder natürlich bin ich mir sicher sagen. Und bei der KI ist es halt einfach so ein schmerzfreies, weil eben nicht bewusstes, emotionsloses Rumlavieren, wo ich dann eben auch meine, das fühlt sich schon ein bisschen anders an. Also das, vielleicht mal so vorweggeschickt, ne, zu diesem beliebten Spiel, was sagt mir die KI zu meiner Frage? Vielleicht gehen wir ein bisschen erstmal aus einer auch allgemeinen Perspektive wieder rein. Wir haben ja über das Bild schon öfter geredet, ne, über diese verschiedenen Ebenen. Die Liebe mussten wir vorhin leider im letzten Gespräch leider weglassen, mal gucken. Aber wir sind ja eh alle liebevolle Menschen, das müssen wir irgendwie nicht diskutieren, da gehe ich einfach mal so von aus. Die Intelligenz ist ja auch so ein Ding hier in dieser Liste. Es gibt keine Definition von Intelligenz oder es gibt viele Definitionen. Es gibt natürlich den IQ-Test als Intelligenzquotienten, ne, der bestimmte Fähigkeiten testet. Es gibt so allgemeine Annäherungen an den Begriff. Aber wir haben hier eigentlich auch wieder, wie beim Bewusstsein, Liebe und so weiter, haben hier
etwas, wo man sowieso trefflich drüber streiten kann, weil der Begriff als solches nicht fest definiert ist. Wenn man so schaut, da gibt es sowas wie kognitive Leistungsfähigkeiten, also irgendwie mit Denken hat es zu tun, mit Problemlösung, vielleicht auch mit irgendwie einer gewissen Kreativität, Anpassung an neue Herausforderungen. Da sehe ich tatsächlich dann auch so langsam eher so unsere Alleinstellungsmerkmale so out of the box, ne? Also wirklich aus dem Kasten irgendwie auszubrechen und irgendwie was wirklich Neues zu generieren. Da werden wir sehen, ne? Ist durchaus fraglich, wie weit die KI da wirklich kreativ und schöpferisch sein kann. Ne? Daher, denke ich eben diese lebendige Intelligenz, die ich da unterscheiden möchte, hat typischerweise eben so diesen Schöpferfunken auch noch. Das kann man auch noch ein bisschen angucken. Naja, und aber auch Allgemeinwissen und Fähigkeiten. Ne? Jetzt bei einem IQ-Test sind ja auch so Sprachsachen, ne? Welches Wort gehört nicht da rein oder so. Das kann auch ein Google, ne? Oder ein Wörterbuch oder ein Thesaurus, ne? Also ein Synonymwörterbuch hat sozusagen für solche Sachen auch schon einen IQ, wenn man so möchte. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen genauer ausdifferenzieren, ne? Welche Fähigkeiten sind jetzt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal oder welche sind vielleicht einfach nur mal beeindruckend, ne? Oder Wissen, ne? Da brauchen wir auch kein ChatGPT, sondern das Wissen der Menschheit, ne, hat, naja, Wikipedia vielleicht auch nicht wirklich, aber in Teilbereichen, ne, kann man auch sagen, eine Suche über Wikipedia wäre im Hinblick auf Wissen auch hochintelligent, würde heute aber niemand sagen, das sei intelligent. Na, also da können wir schon gucken, naja, was sind denn jetzt so diese Aspekte, die wirklich Intelligenz bringen. Noch eine Perspektive vielleicht, weil so aus dem Bildungssystem kommend, finde ich auch ganz schön so als Kategorisierung. Es gibt so die altbewährte Lernzieltaxonomie nach Bloom, die eigentlich auch immer gerne benutzt wird, um zu überlegen, was sollen Schüler, was sollen Studenten für Fähigkeiten erwerben. Und das sind ja typischerweise kognitive Fähigkeiten. Und das fängt dann eben auch an mit Erinnern, ne? Dafür brauchen wir keine künstliche Intelligenz, aber das gehört irgendwie dazu. Ne? Wenn ich kein Basiswissen habe oder wenn ich nicht eine Sprache sprechen kann, dann kann ich auch nicht irgendwie komplexere Leistungen vollbringen. Und das geht hier so weiter. Ne? Und da kann man natürlich gucken, was kann heute Technik? Ne? Also merken, klar, konnte ich Technik besser verstehen. Da sind wir schon, ne, bei ChatGPT, ob es ein wirkliches Verstehen ist. Aber Dinge in anderen Worten erklären, ja. Ne? Das können wir mit Large Language Models anwenden, in anderen Zusammenhang nutzen. Mhm. Analysieren, ne, Fehler feststellen, wird schon schwieriger, kann natürlich auch wieder aus dem schöpfen, was an anderen Wissen da ist. Ne? Bewerten, ja, ne, das irgendwie so Gewichten von Informationen, da sind auch schon früher die sogenannten Expertensysteme in der künstlichen Intelligenz, ne, die haben jede Menge Informationen, die haben Gewichtungsfaktoren, können Diagnosevorschläge, ne, für einen Mediziner machen oder Hochrechnungen. Also alles, was mit Statistik im Prinzip zu tun hat, ne, was ist wahrscheinlicher, und auch die heutigen KI-Systeme sind ja eigentlich nur statistische Systeme, ne, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und und hier wird es dann halt interessant, ne, und das ist auch das, auch wenn ich jetzt das, so was ich von meinen Studenten mir wünsche, die kommen typischerweise aus der Schule und haben irgendwie immer nur hier was gelernt. Das ist ganz erschreckend. Und dieses hier, baut mal was Neues, denkt euch was Neues aus. Das sind irgendwie Qualitäten, die scheinen auch irgendwie zu verkümmern und wo auch unser Bildungssystem irgendwie nicht besonders gut ist. Ne? Also dieses mal neu oder anders. Und vielleicht ist es deshalb auch die künstliche Intelligenz zu beeindrucken, weil die menschliche Intelligenz oft so verkümmert. Also wo dieser kreative Funke oft irgendwie ein Stück weit abhandenkommt. Und hier unten habe ich noch drunter geschrieben, ne, das ist jetzt auch nicht unbedingt Job dieser Taxonomie, aber wenn es um intelligente Schöpferkraftsleistung geht, dann sind natürlich auch Dinge wie Intuition, Emotion, also mal reinspüren, Empathie mit dem Gegenüber haben, was braucht der jetzt, ist eine intelligente Leistung. Ne? Da sitzt irgendjemand vor mir, der braucht was irgendwie, oder ne, kann das ChatGPT leisten. Tatsächlich ist ja das durchaus eine alte Fragestellung mit dem, ne, Eliza hieß sie, glaube ich, ne, die Computertherapeutin. Also eine ganz alte Geschichte, ne, über Konsole gibt man halt irgendwie einen Text ein und dann die künstliche Intelligenz in Häkchen antwortet immer was. Und naja, im Zweifelsfall sagt sie halt immer, erzähl mir mehr davon, ne, was tatsächlich ja gut funktionieren kann, therapeutisch, ne, und manchen vielleicht auch tröstet. Aber jetzt von dem, was dahinter liegt, keine besonders intelligente Leistung ist. Ne. Oder dann eben fragt, bist du wirklich sicher, dass, ne, also so im Sinne von aktivem Zuhören, kann sich schon gut anhören, aber ist natürlich auch nur simulierte oder eine Fake-Intelligenz. Ne. Genau, also das sind so ein paar Begriffe, die in meinen Augen eben auch zu unserem intelligenten Sein als Menschen irgendwie auch dazugehören und die
ja, nicht aus dem Blickfeld geraten sollten. Warum überhaupt der Intelligenzhype? Wir haben über Materialismus, über unser materialistisches, reduktionistisches Denken gesprochen. In meinen Augen ist genau dieser künstliche Intelligenzhype auch ein Ausdruck davon. Denn da steckt natürlich erstmal dahinter, wir sind selber ja letztendlich nur Maschinen. Das Gehirn ist ein Computer. Dann ist es natürlich folgerichtig zu sagen, Computer und Gehirn sind irgendwie verwandt. Das ist auch nur ein System, was irgendwie rechnet. Das ist halt irgendwie ein bisschen komplexer. Aber wenn wir natürlich nur aus Materie gebaut sind und das ist das Einzige ist, was in uns wirkt, Materie und Wechselwirkung, dann werden wir mit Computern auch etwas bauen, was genauso funktioniert. Und dann der zweite Schritt der Argumentation, Computer werden immer besser. Also ist es dann in dieser Logik, in diesem Dogma, völlig folgerichtig, dass Computer das Gehirn irgendwann übertrumpfen. Aber das wird ja auch ein bisschen genährt. Ich erinnere jetzt gerade an Elon Musk, wo ja anscheinend einen Chip fürs Hirn entwickelt hätte oder auch nicht, keine Ahnung. Und ich meine, wenn ich einen Chip ins Hirn fasse, dann muss ja dieser Chip irgendwie kompatibel sein mit meinem Gehirn. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, genau, diese ganze... Und stimmt das überhaupt? Ich glaube, ich habe es auf der nächsten Folie, da kann man es ganz... Na gut, das, also vielleicht ist mein Verständnis, hier passieren ganz andere Dinge als nur reine Mechanik. Und das Gehirn wurde ja schon mit vielen Dingen vor Computern und wurde mit, was weiß ich, Dampfmaschinen, Rechenmaschinen, Descartes hat es mit einer Rechenmaschine verglichen. Und wie will man jetzt da ein Zahnrad nehmen und hier reinsetzen? Genau, das kann ja gar nicht kompatibel sein. Also erstmal, aber man sieht, wie das Dogma, wie stark das unser Denken prägt. Weil wenn wir glauben, wir sind einfach nur irgendwie was, na gut, dann ist es ja auch viel mit elektrisch gesteuert, die Synapsen feuern, irgendwie elektrische Elektrizität haben wir im Griff, super. Das heißt, unser heutiges Dogma oder unser heutiges Weltbild prägt natürlich das Bild, wie wir auf den Menschen schauen. Und wir übersehen genau diese Dinge, du sagst ja, wie soll denn das gehen? Von daher, wenn wir mal nüchtern drauf gucken, was wissen wir denn heute, wie ein Gehirn funktioniert? Also man sieht da irgendwie, okay, wenn da irgendwie bei bestimmten visuellen Reizen, dann ist da irgendwie hinten in der Okzipitallappen, gibt es da irgendwie, feuert da irgendwie was? Oder wir haben irgendwie das Default-Mode-Network, also vorne diesen Bereich, der anscheinend so mit... wenn ich irgendwie so in diesen kreisenden Gedanken bin, was da aktiviert ist, und wenn das abgeschaltet ist, dann bin ich vielleicht im meditativen Zustand. Wir sehen Korrelationen. Und vielleicht kommt doch alles aus dem Darm. Wer weiß. Genau, wir haben hier auch noch Nervenzellen. Genau. Und klar ist, es gibt eine Korrelation zwischen Gehirn und Bewusstsein und Denkprozessen. Aber diese Korrelation muss natürlich in einem materialistischen, reduktionistischen Denken muss natürlich eine Kausalität haben, weil da gibt es keinen anderen Raum. Aber es gibt relativ wenige Hinweise oder das, was man heute weiß. Wir wissen nicht, wo eine Erinnerung abgespeichert ist. Wir haben diese, wenn ein Schlaganfallpatient irgendwie Gehirnareale wechseln, dann kann ich das hier, wenn es gut läuft, regenerieren. Es gibt diese extrem krassen Fälle, wo Menschen mit ganz wenig Gehirnmasse oder wo sozusagen ganz wenig Gehirnmasse geboren sind und normales Leben führen, Bewusstsein haben, alles haben. Da gibt es so Einzelfälle, die aber eigentlich auch alles, was so diese klassische neurowissenschaftliche Interpretation anbietet, ja auch mega herausfordert. Das heißt, wir wissen da ziemlich wenig. Ich hatte mal einen Herrn interviewt, der ein Herz gekriegt hat von einer Organtransplantation und der wusste alles über den Spender und konnte nichts wissen. Ne? Genau, diese Organtransplantationsgeschichte. Wo sind in der Erinnerung gespeichert? Und von daher ist es jetzt schon auch irgendwie gar nicht so fern wieder mit so Dingen wie morphogenetischen Feldern oder mit irgendwelchen Dingen außerhalb oder Nahtoderfahrungen, egal. Pim van Lommel gibt es ja auch endloses Bewusstsein, wunderbares Buch. Wo diese Informationen scheinen dann irgendwie doch nicht alle im Gehirn zu sein. Oder auch die Wahrnehmung scheint auch nicht nur über die Sinnesorgane plus Gehirn gekoppelt zu sein. Es gibt einfach starke Argumente, die dagegen sprechen. Nur es passt halt nicht ins Dogma. Das wäre sozusagen die Seite Gehirn. Wenn wir die Seite Computer angucken, beim Computer wissen wir genau, wie er funktioniert. Und ich habe hier ein paar Dinge mal so exemplarisch dargestellt, die eben zeigen, das sind alles Dinge, die beim Gehirn komplett anders sind. Zunächst mal, wo fangen wir an? Man braucht nur irgendwie Computer aufzuschrauben, das Mainboard anzugucken. Da ist jede, das ist jetzt hier so ein Mainboard, Motherboard, also von sozusagen der Hauptplatine, weil jetzt in Chip rein fotografieren habe ich jetzt nicht so gekonnt. Da gibt es natürlich auch Chip-Layout-Bilder und so weiter. Jeder Transistor, man hat Milliarden Transistoren in der CPU, jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Funktion. Es ist also hochgradig strukturiert. Es ist im Gehirn überhaupt nicht. Man kann nicht sagen, dieses Neuron ist jetzt irgendwie für so und so und dieses dafür. Und wenn das mal weg ist, egal. Und wenn die Hälfte des Gehirns ausfällt, kann ich auch irgendwie die Plastizität, ich kann umlernen.
Das gibt es im Computer so erstmal überhaupt nicht. Ne, wenn ich Pech habe und der falsche Transistor ist kaputt von 1 Milliarde, dann kann ich das Ding wegwerfen. Mhm. Ne, da haben wir also auch etwas, was sich etwas Lebendiges, ein lebendiger Organismus nie erlauben würde, so ein Single Point of Failure. Und von daher auch schon Richtung Angst vor den Killerrobotern. Ne, man muss sich nur unsere heutige Technik angucken. Die wird ja immer anfälliger, weil die eben nicht das hat, was ne, diese hochgradige Redundanz hat, die das Leben hat, ne, wo ich ganz viele Dinge kompensieren kann, umlernen kann, sondern ich habe eine maximale Strukturierung, eine maximale eine Zuordnung zur Funktionalität. Und wenn ein Ding kaputt ist, dann ist das Ding typischerweise sehr schnell ganz kaputt. Und das wird auch für diese ne, die autonomen Killerroboter, die hyperintelligent die Menschheit Terminator-mäßig unterjochen werden, wird das auch gelten. Ne, und wenn ich denen nicht ihren kaputten Transistor austausche, dann liegen die bald alle in der Ecke. Ne. Und selbst Reparationsprozesse, also Selbstanalyse und ich meine, wenn das alles programmiert wäre, sich zu scannen und zu schauen, wo ist das Problem? Ja, wir müssen da die natürlich Ebene Hardware und Software trennen. Ne? Und ich meine, wenn man guckt, wie weit wir heute sind, ich habe es auch in einer späteren Folie auch, es gibt ja bei dem Windows-Betriebssystem gibt es ja eine Selbstanalyse. Und ich finde das immer so putzig irgendwie. Keine Internetverbindung, bitte Netzwerkadapter neu setzen, bitte Netzwerkadapter neu setzen. Keine Internet, immer noch keine. Dann suche im Internet nach einer Lösung. Ne? Das ist keine intelligente Lösung. Ja, so, okay, ne? Gut. Ne? Und ich meine, das ist der Stand, der heute in unseren Geräten drin ist. Und da gibt es natürlich Lösungen, die ein bisschen schlauer sind. Aber das zeigt schon, dass, ne, mit diesem und auf der Hardware-Ebene Selbstheilung, also dass irgendwie Chips nachwachsen, ne, keine Chance. Also das ist nach wie vor so. Ne? Ich muss da nur einmal mit dem Lötkolben reinlangen. Ne? Da kann ich nach wie vor zuverlässig das Ding zerstören. Da wird nicht die Software sagen, oh, ne? Also da bin ich tiefenentspannt. Aber das Thema, was ich vorher angesprochen habe, Chip ins Hirn einsetzen, was Elon Musk sagt, ja, ist ja undenkbar, oder? Na, und da sind wir hier. Ne? Einen Chip einsetzen kann ich, wenn ich eine genaue Struktur habe, wenn ich weiß, wo ich reingehen muss. Aber das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja gar nicht, wo wir reingehen müssen. Wir haben im Computer, was man so als von Neumann-Architektur bezeichnet, es gibt eine ganz klassische Computerarchitektur, auf der alles, was wir haben, im Wesentlichen basiert. Wir haben eine Trennung von Speicher und Verarbeitung, ne, die CPU und die RAMs. Im Gehirn, wo sind die Erinnerungen gespeichert, wo ist denn die Verarbeitung? Na, es gibt so ein bisschen Vorverarbeitung visuell, sensorische Vorverarbeitung, aber wir haben auch diese Trennung haben wir gar nicht. Na, weil das wäre natürlich das Naheliegende, wenn ich jetzt so eine Computerarchitektur habe, ich habe irgendwie Input, Output und dann habe ich Speicher und Verarbeitung. Input, beim, ne, das wissen wir noch, die Sinnesorgane, da kann man ja auch ein Stück weit reingehen. Ne, und Output kann man auch ein Stück weit reingehen, wenn ich so an Prothesen denke oder so, ne, dass ich da irgendwie was ansteuere über irgendwelche ne, Muskelimpulse. Und da sind wir relativ gut unterwegs, aber wie hier drin die Verarbeitung passiert. Ne, also da denke ich, ja, klingt das alles sehr gehypt in meinen Augen. Ne. Wir haben darüber haben wir gesprochen, ein minimaler Fehler, Totalausfall. Ne, technische Systeme sind hochgradig anfällig, wenn man sich anguckt, was man mit einem Menschen machen kann und der berappelt sich wieder oder mit einem Lebewesen oder auch mit einer Pflanze oder so, ne, egal. Das ist für mich lebendige Intelligenz. Also dann irgendwie, ne, dann doch irgendwie weiter und ganz anders. Sehe ich bei der Technik, also gerade was so Selbstorganisation, Robustheit angeht, sehe ich bei der Technik nach wie vor null, muss man so sagen. Was das Denken angeht, also wie denkt ein Computer? Wir haben den Begriff des Algorithmus, das letztendlich egal, auch wie viele neuronale Netze und so weiter irgendwo darüber liegen, darunter liegt immer das, was man als Algorithmus bezeichnet. Und das ist in der theoretischen Informatik eigentlich ganz gut erforscht. Ein Algorithmus ist wie so ein Kochrezept, das ist eine Gebrauchsanweisung. Tue dies, tue jenes, dann springe dahin, entscheide. Ja, das sind die Grundprinzipien eines Algorithmus. Alles, was Computersoftware heute macht, ist algorithmisch. Und schon in den ja, 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, na, also 1950 rum, Alan Turing ist da so eine ganz große Nummer, der sich da sehr mit auseinandergesetzt hat. Und ja, auch andere, die sozusagen untersucht haben, was können Algorithmen überhaupt leisten. Und es gibt zum Beispiel wunderbare Beweise, irgendwie theoretische Informatik, eine Erstsemestervorlesung so ungefähr, wo man beweist, dass es zum Beispiel mathematische Funktionen gibt, die algorithmisch nicht berechenbar sind. Es gibt Probleme, die lassen sich algorithmisch nicht lösen. Das kann man in der theoretischen Informatik wunderbar beweisen. Das war auch für Alan Turing, glaube ich, schon Anlass zu sagen, naja, wir sind da als Menschen auch, unsere Intelligenz ist doch irgendwie was anderes, weil wir können über diese Dinge sozusagen eine Ebene drüber gehen. Aber es gibt auch den
Gödel'schen Unvollständigkeitssatz innerhalb eines Axiomsystems kann man bestimmte Axiome nie beweisen. Also dass man sozusagen, wenn man in diesen Systemen drin ist, kann man zumindest aus theoretischer Sicht beweisen, dass bestimmte Probleme unlösbar sind. Jetzt ist natürlich die Frage, können diese Probleme von Menschen gelöst werden? Das kann man schwieriger beweisen, aber es zeigt, dass hier wir hier ein geschlossenes System haben, was ein Stück weit immer in seiner kleinen Welt begrenzt ist. Das andere ist zum Beispiel auch Determinismus. Diese Dinge laufen immer, da gibt es keinen Zufall. Also man kann Zufall zwar versuchen, künstlich einzubauen, macht man auch bei den neuronalen Netzen, bei den also ChatGPT und so weiter, damit die nicht immer die gleiche Antwort geben, weil das klingt irgendwie blöd. Ja. Aber das muss man künstlich einbauen und konstruieren, weil ein reiner Zufall ist sozusagen da nicht gegeben. Das können Computer nicht. Tatsächlich, wenn man echte Zufallszahlen generieren will, ist tatsächlich echt schwierig. Mhm. Da braucht man spezielle Hardware dann, die dann wieder Atome und Zerfälle und so weiter nehmen. Gut, also Computer ist schon ein Ding, was ziemlich anders ist als unser Gehirn. Genau, wir müssen. Mach nur weiter, gucken, alles gut, nee. Um es nochmal deutlich zu machen, das kennt, glaube ich, auch jeder, der im Internet unterwegs ist. Ja, ja. Erkläre dem Computer, was ein Hydrant ist. Da sieht man auch, warum die anders funktionieren. Das Machine Learning, also wie lernen Maschinen, wie erkennen die, was ein Hydrant ist? Wie viele Hydranten muss ein Mensch gesehen haben, um zu wissen, was ein Hydrant ist? Währenddessen, wie viele Hydranten muss eine Maschine gesehen haben, um zu wissen, kann man eigentlich auch nicht sagen, aber um Hydranten korrekt zu klassifizieren. Das ist ja gerade der Trick, weil Maschinen sowas nicht so gut können, dass man daher diese Captures, da steckt auch der Turing, den ich gerade erwähnt habe, drin. Also ein automatischer Test, ob eine Maschine oder ein Bot oder irgendein automatisches Programm davor sitzt, womit ich also sozusagen menschliche Intelligenz überprüfe. Das ist ja die Idee dahinter. Und gleichzeitig, das ist die andere Idee, diese Sachen werden ja typischerweise auch von Google gemacht, die jede Menge Daten darüber sammeln, damit die endlich mal wissen, wie Hydranten aussehen. Gleichzeitig Daten zu liefern, damit Computer Hydranten unterscheiden können. Das heißt, auch da sehen wir, man bringt einem Computer nicht einen Hydrant bei, dass er sagt, hier, das ist ein Hydrant und so sehen die in den USA aus, da sehen die anders aus und fertig. Sondern, und da blätter ich einfach mal weiter, man hat eben dann Bilddatenbanken und das ist so eine klassische Machine Learning Datenbank, wo dann für so simple Kategorisierungen, was ist ein Auto, was ist ein Vogel, Katze, also hier noch relativ grob, dann wirklich jede Menge Bilder gesammelt werden. Das wäre jetzt zum Beispiel nur, das ist noch vergleichsweise klein, 60.000 Bilder. Das heißt, die haben dann jetzt bei 10 zu unterscheidenden Merkmalen hätten dann, wenn jetzt ein Hydrant hier dabei wäre, immerhin 6.000 Hydrantenbilder in der Hoffnung, dass da ein Hydrant erkannt wird. Mhm. Da ist irgendwas anders als beim Menschen. Also da ist auch dieses Verstehen, jetzt habe ich es kapiert, so ist das und dann kann ich es wirklich vielseitig einsetzen. Passiert ja bei den neuronalen Netzen, künstlichen neuronalen Netzen, bei dem Machine Learning typischerweise nicht, sondern ich habe wirklich riesen Datenmengen. Das darf man nicht vergessen. Und diese riesen Datenmengen, die haben auch die Computer nicht selber erworben, sondern die kommen von Menschen. Die Large Language Models funktionieren deshalb, weil es das Internet gibt, wo Menschen jede Menge Content reingestellt haben, wo es Wikipedia gibt, wo man riesen Buchbibliotheken durchsuchen kann, also menschliche Erzeugnisse durchsuchen kann. Ohne die menschliche Intelligenz gäbe es keine künstliche Intelligenz, also ohne die Daten, die wir bereitgestellt haben und oft auch, die wir gelabelt haben, wo wir erstmal 6.000 Mal gesagt haben, das ist ein Flugzeug und dann bei 6.001 kann es dann das neuronale Netz dann sagen. Ob es wirklich das verstanden hat, weiß man auch nicht. Da gibt es diese netten Beispiele von irgendwie Wölfen, habe ich es mal gelesen, wo dann irgendwie Wölfe klassifiziert wurden und irgendwann hat man dann gemerkt, dass der Computer gar nicht die Wölfe gelernt hat, sondern die Wölfe waren, die Aufnahmen waren fast alle im Schnee. Und immer wenn irgendwo Schnee ist und irgendwas Flauschiges da rumläuft, dann wurde das halt als Wolf klassifiziert. Das heißt, auch da ist das Verständnis wahrscheinlich ein anderes, als wir Wölfe klassifizieren würden. Das muss man sehen, das sind echt andere Mechanismen. Und deshalb bin ich auch skeptisch, wenn es immer heißt, die Probleme, die KI hat, dass er was falsch versteht, dass man das noch löst, sehe ich eher inhärent in diesen Machine Learning Mechanismen, weil die verstehen eben doch anscheinend ganz anders als wir. Und das würde uns Menschen wahrscheinlich nicht passieren, wenn wir irgendwie so und so viele Wölfe gesehen haben und ich sage, das ist ein Wolf, dass ich mir nicht irgendwie ein Känguru im Schnee sehe, weil ich sonst keine Kängurus im Schnee sehe, dann sage, oh, das ist ein Wolf, sondern würde ich sagen, da stimmt was nicht. Gut, also das vielleicht auch zum Machine Learning. Zu den Sprachmodellen dann mal konkret, weil die ja so in aller Munde sind. Ich finde es ganz nett, irgendeine Google-Mitarbeiterin hat das mal gesagt, das sind eigentlich stochastische Papageien, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also
Stochastik, weil Statistik, Wahrscheinlichkeiten. Papageien, weil sie eigentlich nur das nachplappern, was wir Menschen an Text produziert haben oder an Bildern gelabelt haben oder wie auch immer. Man muss sich bewusst machen, das sind wirklich gewaltige, also das geht deshalb, weil wir wirklich gewaltige Trainingsdaten an menschengemachten Texten heute haben. Und dann die Mechanismen dahinter tatsächlich eigentlich relativ trivial sind und auch nicht besonders intelligent. Also wenn wir jetzt, im Prinzip sind es immer Matrixmultiplikationen, wenn ich da mathematisch drauf schaue. Ich nehme Wahrscheinlichkeiten, ich nehme Gewichte, ich lerne, welche Wahrscheinlichkeiten anzupassen sind, um bestimmte Ergebnisse zu kriegen. Und damit kann ich dann eben sozusagen das nächste wahrscheinliche Wort vorhersagen. Das ist beeindruckend, wenn man sich die Texte anschaut, aber oft eben auch in gewisser Hinsicht aalglatt oder manchmal eben auch total daneben, ohne dass die KI das merken kann. Aber wie kriege ich dieses Sprachmodul in mein Hirn? Das verstehe ich immer noch nicht. Wie soll ich plötzlich Mandarin sprechen können? Oder? Wie meinst du das jetzt? Worauf bezogen? Also ich weiß nicht, die Fantasiewelt, wo ich da immer wieder lese, ist, man kann plötzlich über solche Sprachchips noch gewisse Sprachen sprechen. Ach so, dass wir jetzt wieder der Elon Musk damit haben. Ja! Ja, das ist für mich irgendwie erstmal Hype. Ne? Und wir müssen, glaube ich, genau das Thema Hype ist vielleicht eher auch wichtig. Ne? Wir haben ja permanent das irgendwie irgendeinen Technologie-Hype. Ich finde es interessant bei den selbstfahrenden Autos. Ne? Das ist ja ein Hype, der gerade so wieder abebbt. Und vielleicht gucken wir uns erstmal den Hype an, ne? Weil ne, da, oder noch weiter zurück. Ne? Ich habe ja Robotik promoviert, Bildverarbeitung 90er Jahre, da gab es natürlich auch schon Hypes. Ne? Es ging in den 60ern los, wo man gesagt hat, es wird in 10 Jahren den Bildversteher geben, der nämlich, wo man einfach mit dem Computer mit einer Kamera in den Raum reinguckt und dann kann er das sagen. Ne, da steht ein Tisch und so weiter. Das, was wir gerade hier gesehen haben, was immer noch nicht richtig gut funktioniert. Mhm. Interessant ist bei den Hypes, da heißt es immer in 10 Jahren. Mhm. Ne? Und ehrlich gesagt, wenn ich eine technische Lösung habe, das sind ja dann wirklich so disruptive Lösungen, die hat niemand vorher gesagt. Die Large Language Models hat auch keiner vor 10 Jahren vorher gesagt. In 10 Jahren gibt es Large Language Models, die wunderbare Texte irgendwie als irgendwie Zusammenfassung schreiben. Ne, das heißt, diese disruptiven Entwicklungen kann keiner vorhersehen. Die Sachen dagegen, wo man sagt, wir sind schon relativ weit, aber da fehlen noch 20%, ist es in meinen Augen oft eine Illusion zu glauben, die 20% brauchen eben nur noch irgendwie 5 Jahre. Ne? Das ist egal, ob es heißt, in 3 Jahren werden wir Krebs heilen können, hört man auch. Ne? Alle paar Jahre hört man das in irgendeinem Artikel. Wenn man wüsste, wie es genau geht, dann könnte man es jetzt. Mhm. Und bei den selbstfahrenden Autos war ich auch immer großer Skeptiker, dass die auf einer Autobahn fahren können, in einer strukturierten Umgebung, wunderbar. Aber wenn ich jetzt bei mir irgendwie in Heidelberg angucke oder auch als ich herkam, hätte ich eine Stelle gehabt, wo garantiert ein selbstfahrendes Auto gescheitert wäre. Da hat nämlich jemand geparkt am Straßenrand und hier war eine Sperrfläche mit durchgezogener Linie. Natürlich alle Autofahrer, ja, fahre ich halt vorbei. Selbstfahrendes Auto, Regel ist durchgezogene Linie. Fertig. Darf ich nicht verletzen, fertig, Feierabend. Da gibt es ja diese lustigen Geschichten. Auch in San Francisco gibt es da schon viele selbstfahrende Taxis, wo es dann immer wieder so verknäuelt gibt, die dann irgendwie halt nicht mehr weiterfahren können. Oder besonders putzig fand ich eine Geschichte, wo dann bei irgendwie selbstfahrenden Taxis dann irgendwie abends vor der Disco sich Leute mal Spaß gemacht haben, wenn sich da einer abholen lassen, immer kurz bevor es losfahren will, kurz auf die Straße zu hüpfen. Und jedes Mal hält das Ding natürlich wieder an, weil die Regel ist, wenn jemand auf der Straße steht, halte ich an. Und die haben dann halt immer wieder selbstfahrendes Taxi, verdammt, LG-Bad, runtergegangen, LG-Bad, runtergegangen, ne? Und da natürlich auch wieder, ne, der feste Regelsatz sagt, so und so sieht es aus. Jeder normale Mensch würde mit seiner Intelligenz würde irgendwann was anderes machen. Nach dem 10. Mal würde ich nicht wieder losfahren und bremsen, wenn die auf die Straße hüpfen, sondern ich würde eine neue Lösung suchen. Mhm. Ne, und die Lösung ist dann halt entweder aussteigen, denen eins auf die Nase geben, hupen, sonst was, oder rückwärts zu fahren, woanders hinzufahren. Das ist Intelligenz, die wirklich neue Lösung, die nicht im Regelsatz ist. Mhm. Und da sind wir dann wieder hier. Der Regelsatz ist riesig. Also das, was an Daten da ist, ist riesig. Na, weil ich habe sozusagen ja, wirklich riesige Mengen an Menschen machen getext. Das heißt, die Chance ist groß, dass ich was Passendes finde. Aber was wirklich Neues, ich kann vielleicht ein bisschen extrapolieren. Ich kann was Neues kombinieren, das kann auch spannend sein. Ne? Dass dann Wörter anders zusammengestellt werden. Aber es wird nie wirklich was ganz Neues sein. Ne? Weil ich sozusagen stochastische Papageien eher sozusagen Mittelmaß produziere aus natürlich auch dem wikipedialisierten Mittelmaßwissen der Menschheit plus Mainstream-Medien, die natürlich auch nochmal ihr Mittelmaß beisteuern. Das heißt, es liest sich super gefällig, aber der originelle Funke oder der
oder der Schriftsteller. Dessen Kunst im Stil ja darin liegt, das unerwartete Wort zu finden, das unwahrscheinliche Wort, um den gleichen Sachverhalt völlig neu auszudrücken, ist da eher unwahrscheinlich. Oder wie ich gerade gelesen habe, hat Van Gogh sehr gerne die Bäume überdimensional groß gezeichnet hat gegenüber den Sternen. Und weil er gesagt hat, ich sehe die Sehnsucht der Bäume zu den Sternen zu wachsen. Ist doch auch schön, oder? Und das malt er. Ja, und ich meine, jetzt gibt es ja auch die generative KI, die Van Goghs malen kann, weil der Stil sozusagen aufgenommen wird. Und das ist echt putzig. Also was da rauskommt, manchmal sieht es richtig gut aus, manchmal sind dann Leute mit drei Beinen und zwei Köpfen oder so. Und die KI stört sich auch nicht dran. Aber die guten Beispiele sehen eindrücklich aus. Aber so eine Idee zu haben, also das wirklich Neue, das ist, glaube ich, wirklich schon vom Menschen. Das kommt schon, glaube ich, schon vom Menschen. Also da sehe ich noch nicht, also auch im Bereich Kunst. Kunst ist ja gerade, also eine echte Kunst ist ja genau da, wo irgendwie der neue schöpferische Funke kommt. Und da, also vielleicht sind wir da auch zu sehr an Mittelmaß gewöhnt, dass einen Kitschroman wird KI sicherlich gut schreiben können, weil da sind sozusagen alle Erwartungen. Am Ende geht es dann in den Sonnenuntergang und alle haben sich lieb. Das kann man bauen, aber das andere, das Frische, das Neue, das ist, glaube ich, schon noch eine Menschenleistung. Ich habe gerade heute auch wieder so gehört, also zum Beispiel, es gibt in der Schweiz einen Fernsehkanal, der hat jetzt wirklich über Monate hinweg eine Moderatorin gebracht, die es gar nicht gibt. Das ist unfassbar. Oder jetzt Sänger, die schon längst gestorben sind, bringen ein neues Lied mit der Stimme. Johnny Cash war heute Morgen das Beispiel. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Aber auch ganz einfach, mir oder? Mir fällt noch ein Beispiel an, wo ich erschmunzeln muss. Ich glaube, eine dänische Politikerin war das, die eine Rede vorgelesen hat, den Regierungschefin oder so, wo sie dann im Nachhinein auch meinte, das sei komplett KI-generiert, wo ich nur schmunzeln muss. Weil Politikerreden sind für mich das schlechteste Beispiel für kreative Intelligenz, wo was Neues, wo was Frisches kommt. Weil ich meine, nichts ist einfacher für eine künstliche Intelligenz, als diese ganzen Plattitüden zusammenzumixen, um eine neue Plattitüde zu generieren, die ohne Inhalt ist. Also von daher fand ich das maximal schlechte Beispiel. Aber ich finde das ganz witzig auch, also wie ist auch unser Anspruch. Und diese KI-Texte, die lesen sich ja wirklich geschmeidig. Aber ja gut, ich meine, die Rechtschreibung stimmt, was nebenbei auch ganz erstmal interessant ist, weil die werden ja nicht wirklich auf Grammatik trainiert, sondern die sammeln sich sozusagen die Semantik einfach aus und dann grammatische Regeln einfach aus der Menge an Regeln zusammen. Aber dieses, wo man denkt, ah, jetzt ist mal so eine Brechung drin oder was Unerwartetes oder wo man denkt, das ist da typischerweise in meinen Augen nicht so zu finden. Vielleicht, das glaube ich, haben wir. Ne? Vielleicht noch eine Klammer. Ja. Wir haben ja jetzt über 4000 naturheilkundliche, ganzheitsmedizinische Interviews schon gemacht. Jedes Interview geht 30 Minuten. Und wir hatten diese Sendung ja immer aufgehängt auf einem Titel, Schlagzeile, Diabetes, bla bla bla. Vielleicht noch auf YouTube zwei Zeilen, um was es geht. Und aufgrund von dessen Potenzial, von diesem kleinen Finger, hat der Zuschauer entschieden, die Sendung schaue ich an, oder? Und jetzt haben wir eigentlich alle diese Sendungen transkribiert, die Texte rausgenommen, in eine KI gehängt. Und jetzt kann unser Gast sagen, ich habe Diabetes mit Probleme mit Wundheilungen und blablabla. Das ist ein ganzes Problem. Und jetzt kommt die Antwort aus diesen 4000 Videos mit Verweis, zu welchem Video er welche Informationen rausgepuckt hat. Und das ist ja ein Schatz. Wir hatten ja so einen kleinen Schatz und jetzt ist er so groß geworden. Das ist ja ein Mehrwert, den man sagen muss, die Künstliche Intelligenz ist hier ein Segen, ein extremster Segen für jeden Mensch auf der Suche nach Hoffnung und nach einer erweiterten Sichtweise. Und ich weiß nicht, ob ich es auf der nächsten habe. Das spare ich mir gerade mal vielleicht. Ist es Intelligenz? Es ist eine super effiziente Suche und von daher, ich würde es gerne in den Kontext bringen, weil dass wir sozusagen durch eine neue Technologie irgendwie einen Schritt weiter gehen und das ist plötzlich großartig. Ich meine, auch Suchmaschinen im Internet ist natürlich jetzt mittlerweile völlig selbstverständlich, sagen wir auch nicht, wir müssen jetzt irgendwie, die Suchmaschinen werden uns Menschen überflüssig machen, auf die Idee käme keiner es zu sagen. Aber wenn man mal zurückgeht und zu sagen, ich habe das gesamte Wissen der Menschheit, mal so platt gesagt, übertrieben gesagt, kann ich instantan abrufen. Das ist ja schon bemerkenswert. Mittlerweile natürlich auch wieder vorsortiert und zensiert und so weiter. Oder vorgefiltert durch Google. Aber prinzipiell erstmal die Idee, das ist ja faszinierend. Und von daher würde ich eigentlich auch gerade jetzt die großen Sprachmodelle in diesem Kontext sehen. Wir haben da ein großartiges Tool, um
Naja, zu suchen, aber zu suchen im komplexen Kontext. Und das ist natürlich genau das, was die reinbringen. Ne? Das war, ich glaube, auf der vorigen Folie hatte ich es auch. Ne? Das ist eigentlich für mich das Neue. Ne? Wir haben das Wissen haben wir vorher gehabt oder die Informationen. Alles, was im Web gespeichert ist, ist gut suchbar. Jetzt kombinieren wir es plus Kontext. Eigentlich ist es der Kontext. Ich nehme nicht das Wort alleine, sondern ich nehme das Wort, in welchem Zusammenhang das steht. Mit welchen Wahrscheinlichkeiten, daher die stochastischen Papageien, mit welchen Wahrscheinlichkeiten taucht das Wort in welchem Zusammenhang auf? Mhm. Und dieser Zusammenhang, wenn man das jetzt technisch auseinandernimmt, ist dann eben, was so diesen Kontext angeht, 4.000 bis 8.000 Tokens wäre so der technische Begriff dazu. Das heißt, es sind so eine Wortteile, ne, die dann intern dann zu Zahlen verarbeitet und dann in die Netze reinwandern gehen. Das heißt, einen größeren Zusammenhang gibt es dann auch in dem Sinne nicht. Ne? Also wenn ich jetzt ein längeres Gespräch führe, vergisst die KI irgendwann, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ne? Also das heißt, da der Zusammenhang geht dann auch wieder ein Stück weit verloren. Aber ich kann natürlich in einem komplexen Kontext jetzt gezielt suchen und das ist ein wunderbares Tool. Also ist eigentlich eine KI nichts anderes als eine komplexere Suchmaschine? Mit sozusagen diese generative Seite ist ja jetzt auch sehr stark gehypt. Also das, was produziert wird, also das, ne, dass ich nicht nur sage, ja, gibt's ja, nein, sondern dass, ne, dass auch ein größeres Artefakt produziert wird. Ne? Das kann dann dieser nachgemalte Van Gogh sein oder das kann dann irgendwie das, was die Studenten machen, ne, der Essay zum Thema so und so. Also statt, dass er mir nur eine Seite aus Google rausspuckt, nimmt er aus einer Fülle von Informationen aus dieser Bibliothek und setzt es anders zusammen. Genau. Fertig. Ne? Und von daher, ich würde hier mal diesen Kontext setzen. Ne, wir haben immer diesen Aspekt Technik übertrumpft und da setzt Menschen oft war es auch mit Angst verbunden. Ne? Manchmal auch erstmal einfach Begeisterung. Das fing mit unseren Sinnen an. Ne? Niemand würde mir sagen, dass unsere Sinne ausreichen. Wir haben Fernrohr, wir haben Mikroskope, ne? Wir haben, was weiß ich, hochempfindliche Mikrofone. Wir können in ganz andere Modalitäten reinlauschen, indem wir, was weiß ich, Radioaktivität mit einem Geigerzähler messen können, macht uns keine Angst. Technik erweitert uns aber, ne, macht uns aber nicht überflüssig. Dann ging es um die körperliche Kraft, Dampfmaschine. Ne, was kann ich an Leistung bringen? Ne, das Pferd oder der Ackergaul macht uns auch keine Angst. Handhabungsgeschwindigkeit mechanischer Webstuhl, ne, war ein Riesending damals, ne, weil natürlich Riesenarbeitslosigkeit, ja. Sozialer Wandel. Ja, ja. Heute im Rückblick. Ja, aber auch die Dampfmaschine hat Angst gemacht, oder? Ne, natürlich, na klar, ja, ja. Und auch in der Kombi dann halt, ne, weil ich sozusagen, der muss natürlich auch angetrieben werden wieder. Ne. Dann kam die Rechenmaschine. Ne. Schachcomputer war ja auch irgendwie, boah, der Großmeister ist im Schach geschlagen worden. Naja, ich meine, Schach ist etwas. Es ist ja faszinierend, ich finde es eher erstaunlich, dass es so lange dauert, weil der Regelsatz ist ja sehr beschränkt. Ne? Also das ist ein super kontrollierte, ne, ich habe diese 64 Felder, ich habe die und die Figuren, die Regeln sind maximal einfach. Dass Schachgroßmeister so lange da überhaupt noch eine Chance hat, liegt ja an der sogenannten kombinatorischen Explosion, dass ich praktisch einfach, ne, wenn ich 10 Züge in die Zukunft denken muss, habe ich halt so dermaßen viele Sachen, dass ich die nicht komplett durchsuchen muss, dass ich sowas wie Intuition oder Heuristiken, also irgendwie Erfahrungswissen brauche. Aber an sich überhaupt nicht überraschend, dass, ne, dass Computer da besser sind. Ja, ne, muss oder, ja. Ne, muss ja. Oder, ne, und tatsächlich jetzt im asiatischen Raum gibt es ja auch das Go-Spiel, aber auch mit sehr einfachen Regeln, wo, glaube ich, jetzt sogar wieder ein Go-Meister den Computer geschlagen hat, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber das, finde ich, ist eine Baustelle. Wir müssen nicht schneller rechnen können als Maschinen, das schreckt keinen mehr. Oder? Und wir müssen auch nicht mehr merken können. Ne? Das gesamte Wissen ist im Internet. Leider führt das dazu, dass Studenten manchmal meinen, sie müssen sich gar nichts mehr merken, ne? Weil das Wissen ist ja im Internet und man muss nicht mehr rechnen können. Wörterbuch, Sprache haben wir ja auch schon lange. Ne? Ich kann ein Synonym-Wörterbuch nehmen. Ne? Irgendwie Thesaurus habe ich für ein Wort 23 verschiedene andere Wörter. Ist das intelligent, würde niemand sagen. ChatGPT macht das Gleiche, es formuliert um. Ne? Und von daher, wenn ich denke, wenn man es in diesem Kontext sieht, dann ist das einfach ein sehr mächtiges Tool, das mit Sprache umgehen kann. Aber ich sehe nicht da dieses, ne, dieses Schöpferische, ich habe da eine ganz neue Idee, lass uns mal was machen. Aber es kommt ja immer in diesem Zusammenhang wieder das Wort Transhumanismus. Genau. Ja, und das ist natürlich ja auch wieder ein Ausdruck des materialistischen Denkens eigentlich, ne, was in unserem vorigen Gespräch ein Thema war. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass der Mensch nur eine komplexe Maschine ist und unsere Maschinen immer besser werden, naja, dann muss natürlich irgendwann der Mensch durch eine Maschine ersetzt werden. Aber für mich ist die Annahme schon falsch. Ich würde auch nie einer KI Bewusstsein zusprechen. Mhm. Ne? Ich meine, das wird ja auch diskutiert, oh, jetzt ist die,
Da gab es ja diesen Fall, dass irgendwie eine KI da irgendwie geklagt hat in den USA, weil die irgendwie da freigelassen werden will. Das ist natürlich was, was sich auch aus dem Regelsystem ergeben kann. Ne, aber das ist sich wie Bewusstsein anhört, aber da auf die Idee käme ich nicht. Ne? Und Bewusstsein erforsche ich aus der Subjektive heraus. Und wir hatten es von den Hunden. Ne? Wenn ich einen Hund in die Augen schaue, dann habe ich so das Gefühl, das Bewusstsein. Also bei einer KI ging es mir noch nicht so. Und ich glaube, das ist auch so was, wo es tatsächlich bei Bewusstsein um Intuition geht. Ne? Weil rein technisch kann ich auch dir das Bewusstsein absprechen, weil das ist für mich nicht beweisbar. Ne? Du könntest auch einer dieser modernen Transhumanismus-Roboter sein. Aber irgendwie habe ich die vage Intuition, dass da was noch anders ist. Das fühlt sich irgendwie anders an. Und ich behalte mir vor zu sagen, auch bei den ChatGPT-Diskussionen, dass ich doch relativ schnell merke, da wären wir bei diesem Begriff des Turing-Tests, dass da doch was anderes ist als ein intelligentes Wesen. Und der Turing-Test, genau dieser Test, ob man über einen Dialog das rauskriegt, der ist ja, gilt heute allgemein auch noch nicht als bestanden. Also dass eine KI wirklich so antwortet, dass zumindest, wenn man erfahrener fragt, dass man da den Eindruck kriegt, da ist ein echter Mensch. Aber du weißt nicht mehr, ob ein Student die Arbeit eingeliefert hat oder ob der Student die KI die Arbeit machen ließ, oder? Das kommt auf die Arbeit drauf an, tatsächlich. Ne? Und jetzt, das ist ein Thema, was man sich irgendwie anschauen muss. Ne? Ich sag mal so, bei Klausuren nützt das noch nichts, ne? Weil die da keine Hilfsmittel reinnehmen können. Aber jetzt, wenn ich mir so, sage ich mal so, ein untrüglicher Test bei Bachelor- und Studienarbeiten ist, dass die relativ viele Rechtschreibfehler haben, die sich eine KI nicht erlauben würde. Okay. Und dass es meistens auch nicht so geschliffen und so aalglatt klingt. Ne? Aber dass mal Abschnitte sind, aber die Gefahr war auch früher, dass die einfach aus einer vorhandenen Arbeit was rüberkopieren. Ne? Es gibt einfach so viel Text bei vertrauten Themen. Es gibt ein paar gute Beispiele von Doktorarbeiten. Ja, genau. Also kopieren geht ja auch immer. Ne? Im Prinzip ist das ja nur was, es wird halt nicht mehr aus einer Arbeit kopiert, sondern es wird aus 100.000 Arbeiten kopiert und gemittelt und dadurch natürlich verschleiert. Ne? Aber eigentlich eine klassische Fälschertechnik, mischen, damit es nicht so auffällt. Vor was brauchen wir denn wirklich Angst, wenn man jetzt nochmal das Thema künstliche Intelligenz anschauen? Also genau, ich glaube, ich habe das hier so ein bisschen, lebendige versus künstliche Intelligenz. Also Angst ist erstmal, ich würde erstmal sagen, keine Angst. Ich würde sagen mal so, wenn ich jetzt irgendwie in irgendwie so ein irgendwie Textproduzent Low-End-mäßig bin. Ne? Also ich mache die irgendwie Schlagzeilen für die lokale irgendwie Online-Ausgabe von der Rhein-Neckar-Zeitung. Ne? Ich weiß nicht, wie viel da schon. Gut, da wird auch von Agenturen und so weiter geliefert. Aber jetzt Texte zusammenwurschteln oder auch Übersetzungen, ne? Übersetzer für so Gebrauchsanweisungen, ne? Also schlechter als das, was man teilweise an Gebrauchsanweisungen bei elektronischen Geräten kriegt, wird eine KI sicherlich auch nicht sein. Ne? Also da, wenn man in dem Bereich berufstätig ist, dann ist natürlich klar, ne, wie früher bei den Webern, ne, wo dann der mechanische Webstuhl kommt, dann wird es da wahrscheinlich schwierig. Ne? Also das ist klar. Das heißt, da ganz konkret, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, würde ich Angst haben. Oder positiv formuliert würde ich sagen, wie ich irgendwie meine echte Intelligenz besser einbringen kann, weil ich vielleicht einen Job gemacht habe, wo der ein Stück weit ohnehin mechanisch war. Wenn ich jetzt irgendwie kreativ, schöpferisch unterwegs bin, also wenn ich jetzt ein echter Künstler wäre zum Beispiel, würde ich sagen, ja, ich kann die KI nutzen, um vielleicht interessante Bilder zu machen, aber dann gibt es ja auch schon, die damit arbeiten. Aber die Idee, auch welche Anfragen ich stelle, das ist ja auch sowas, ne? Wie kann ich jetzt bei diesen Dali und wie sie alle heißen, bei diesen Bildgeneratoren, wie kann ich da was Schönes produzieren und wie wähle ich hinterher aus, was auch wirklich schön ist? Na, da ist natürlich auch wieder ein Akt sozusagen, ein schöpferischer Akt. Da würde ich mir wenig Sorgen machen. Was die Killerroboter angeht, ne, oder die Unterjochung der Menschheit, Technik, die nicht vom Menschen gewartet wird, ne, das ist ja auch so ein technisches Gerät, ich habe jetzt nur das hier, aber ne, so kann man sich auch den Terminator vorstellen. Es ist einfach so, ne, hier, das ist das, was am Ende immer gewinnt. Ne, die Natur, die wächst und gedeiht, egal was ich mit der mache, auch wenn ich die alle abholze, dagegen, das technische System will immer gewartet werden. Das heißt, ne, braucht man sich ja nur beim Computer anzuschauen. Ne? Der will ständig verhätschelt werden, will irgendwelche Updates haben, will sonst was, weil sonst läuft er nicht mehr. Oder sonst. Ne? Ich habe mal einen Science-Fiction-Film gesehen, das ist, glaube ich, aus den 80er Jahren gewesen. Und da hat einfach der Computer auch alle Informationen gesammelt. Und es geht letztendlich darum, dass die Welt überlebt. Und irgendwann hat der Computer erkannt, dass eigentlich alle diese Probleme immer vom Virus Mensch kommt, oder?
Ja, wie hieß der Film? Ich weiß nicht. Bekannt vor. Ja, gell? Ja, und dann versucht er natürlich die Welt zu retten, oder? Also ich meine, wenn die Informationen ja alle da sind, dann ist ja irgendwo durch auch der Schluss da, die Ursache zu beseitigen. Und ich meine... Und da frage ich mich schon, wo ist der Schlüssel danach zur Intelligenz, oder? Meine tatsächlich, also wenn, ne, das ist ja durchaus eine legitime Frage, ob der Mensch eher Parasit hier auf diesem Planeten ist oder die Krone der Schöpfung. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass tatsächlich die Natur das lösen wird. Wir brauchen da nicht irgendwelche künstliche Intelligenz. Wenn der Mensch irgendwie nicht in der Lage ist, es geregelt zu kriegen, dann wird er sich schon selber, wird er selber dafür sorgen, dass er so nicht weiterleben kann. Ne, und da ist auch relativ egal, woran es dann genau liegen mag. Und ich bin mir relativ sicher, dass irgendwelche Algen im Ozean oder ne, dass sozusagen eine andere Evolutionslinie dann irgendwie ganz gut das hier übernehmen wird. Ne, oder Planet der Affen oder so. Ja. Auch, wo wir Filme sind, dann sind halt irgendwann die Affen hier, ne, die es irgendwie, weiß nicht, Krönung der Schöpfung. Die Krönung der Schöpfung sind. Also von daher auch immer wir. Ne, dieses, wir müssen uns um die Erde kümmern, ist ja eigentlich ein total überheblicher Spruch. Ne, also wir müssen die Natur retten. Ich glaube, die Natur kann ganz gut auf sich selber aufpassen. Nur wir müssen halt schauen, ob wir uns von der Natur so weit entfernen, dass wenn die Natur selber auf sich aufpasst, wir dann nicht mehr so einen richtigen Platz in dem Ökosystem haben. Ne, das wäre für mich eher die Frage. Ich sehe aber nicht, dass da eine künstliche Intelligenz irgendwas zu beitragen kann, weil wie gesagt, wenn wir die nicht mehr peppeln und dafür sorgen, dass der Strom irgendwie fließt, ne, allein das, gut, wir sind, glaube ich, zeitlich wieder. Ne? Alles gut. Intelligenz des Lebens ist so ein bisschen, wenn man über das Leben redet, da knüpft es ja auch an. Ich habe hier mal so Aspekte, was macht eigentlich Leben aus? Das ist ja auch so ein Begriff, der schwer fassbar ist. Aber was macht Leben aus und was brauchen wir? Wir haben natürlich so die Entwicklung selber, ne, also ne, vom Ei irgendwie zum ausgewachsenen Individuum. Aber wir haben eben auch so Dinge wie Regeneration oder Selbstorganisation. Ne? Das ist was hochgradig, was ich sozusagen als wirklich, ja, vielleicht Alleinstellungsmerkmal des Lebens schon sagen würde. Man sagt natürlich auch, oder man versucht das in technischen Systemen unterzubringen. Sehe ich aber minimal, ne? Also dass da irgendwas, ne? Also gerade bei diesen komplexen technischen Systemen, ne, die Strom und alles brauchen, ne? Wie gesagt, Notfall, Stromausfall, fertig. Ne? Keine künstliche Intelligenz ohne Strom. Und ich sehe auch nicht, wie irgendwie die Killer-Roboter irgendwie, die uns dann unterjochen sollen, was weiß ich, ne, wo die, ne, die bauen dann ihre Solarpanels selber oder so, also das sehe ich nicht, weil alleine die Energieerzeugung ist bei uns lebendigen Wesen ja genial. Ne? Also Pflanzen natürlich die großen Vorbilder, ne, die kommen mit Sonnenenergie, klar. Wir sind da ein bisschen gemeiner, dass wir irgendwie andere Lebewesen futtern müssen, egal ob Vegetarier oder nicht, ne? Andere Lebewesen müssen immer herhalten. Aber wir brauchen ja die Energie oder, ne, genauer gesagt, ne, die Ordnung, also die Negentropie, also ne, das ist ja eher ein Ordnungsproblem, also eine geordnete Energie. Wärme ist ja auch Energie. Ne? Da will man so ein bisschen ein Thema auch mit Energieversorgung oder Nullpunktfeld. Das will, nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Ne, das heißt, wir brauchen sozusagen irgendwie Energie für die Selbsterhaltung. Kein technisches System, was irgendwie die Energieversorgung für sich selber geregelt hat, sehe ich nicht. Ne? Und selbst wenn das irgendwie mit Solarpanels der Killer-Roboter funktioniert, baut er sich selber weg, wenn das alte verschlissen ist. Also auch da sind wir auf der sicheren Seite. Und dann haben wir natürlich noch so Sachen wie Reproduktion, Fortpflanzung, wo sich dann letztendlich auch die ganze Art weiterentwickelt potenziell. Oder wenn wir jetzt so klassisches Evolutions sich drauf setzen wollen, ganz egal, wie jetzt Evolution genau funktioniert, dass sich irgendwie eine Entwicklung hier vom Leben auf der Erde gibt. Das sehe ich auch nicht bei der Technik. Die Technik entwickelt sich ja nicht dadurch, dass sie selber mit sich was macht, sondern dass wir Menschen uns was Neues an Technik überlegen. Das heißt, das sind für mich in gewisser Hinsicht alles intelligente Fähigkeiten des Lebens, die uns wirklich hier auf dem Planeten vorangebracht haben. Und von der Technik sehe ich, na gut, die verbraucht irgendwie Energie, die wandelt Energie in irgendwas um. Ne? Also ein paar Aspekte sehe ich da, aber die meisten davon sehe ich eigentlich nicht. Also das, was jetzt angefangen hat in den letzten, sagen wir, 12 bis 18 Monaten, dass man Angst haben muss von KI, plötzlich, zuerst war es ein Segen, jetzt plötzlich wird es nur noch verflucht und man hat Angst und Panik davor, das ist ein reiner Hype und reine Angstmacherei. Ja, also generell, wenn jemand mir sagt, ich soll vor irgendwas Angst haben, ist immer die Frage, ne? Also was soll das? Also und ich glaube schon, dass Leute auch eine echte, ernsthafte Angst, ich meine, auch
Ach, was Klimawandel oder sonst was angeht. Ne? Ich meine, Menschen haben eine Angst, die man ihnen auch erstmal nicht absprechen kann. Ne? Oder auch jetzt, wenn Leute vor Corona Angst haben, dann muss das auch erstmal gewürdigt werden, sage ich mal. Wenn ich Angst habe oder Sorge oder sage, wir müssen irgendwo hingucken, dass das nicht schief läuft, habe ich andere Punkte, wo ich eher denke, ne? Also das ist für mich jetzt Viren oder künstliche Killerroboter nicht die Sorge, sondern sind nach wie vor gewisse Menschen, die gewisse, vor allem gewisse Ängste irgendwie pushen und irgendwie, ne? Da würde ich mir dann eher Sorgen machen, aber Angst halte ich grundsätzlich für in vielen Fällen, gerade wenn es jetzt um so, ne, so kognitive Ängste geht, für einen schlechten Ratgeber. Wenn da irgendwo ein Tiger steht und ich laufe weg, dann vertraue ich auf das Biologieprogramm Angst. Mhm. In allen anderen Bereichen würde ich sagen, na, was steckt denn dahinter? Ne? Mhm. Und jetzt gerade bei der künstlichen Intelligenz, ja, ich meine, Menschen scheinen schon Freude daran zu haben, anderen Angst zu machen. Ne? Das hatte ich früher, als ich mir meinem Bruder irgendwie böse Geschichten erzählt habe, dass der nachts Angst hatte vorm Einschlafen. Da hatte ich auch eine Freude dran. Das mache ich nicht mehr. Da bin ich jetzt ein besserer Mensch geworden. Aber es ist einfach ein wunderbares Machtmittel. Ne? Ja, ja, und jetzt kannst Menschen steuern. Ja, was geht besser als Angst? Ne? Und ne, das schränkt ja auch den Bewegungsspielraum ein. Das macht eng, das blockiert den Verstand. Ja, und keine rationalen Denkprozesse, nur noch emotional. Ne, genau, und zwar emotional jetzt angstgetrieben, weil emotional im Sinne von aus einer Freude oder aus einer Begeisterung heraus kann ein emotionaler Denkprozess ja was sehr Wertvolles sein. Ja. Von daher und jetzt und ganz konkret auf der technischen Ebene sehe ich spannende neue Technologie. Mhm. Muss man hingucken, auch wie sie eingesetzt wird. Aber ne, die Entscheidungen, auch was Verantwortung angeht, ne, liegt immer beim Menschen, auch bei den Killerrobotern, auch bei den autonomen Tötungswerkzeugen. Klar. Ja. Hat nichts mit dem Roboter zu tun, hat nichts mit dem Panzer zu tun. Welcher Mensch sagt, wir wollen diese Geräte bauen und in dieser Weise einsetzen? Ja, ja. Und selbst bei unserer Datenbank sind es nur ergänzende Informationen und Sichtweisen, die immer noch ein Arzt oder ein Therapeut oder eben der Patient selbst noch hinterfragen muss, ob es für ihn das Richtige ist. Naja, und der Content kommt ja auch von Menschen, ja. Der ist nur anders aufbereitet. Und da ist ja auch nicht so, dass jetzt die KI sagt, oh, ich habe mir das alles angeguckt und ich habe hier ein neues Heilverfahren nebenbei bemerkt, das fände ich cool. Ne? Ja, ja, kann man ja abfragen, aber das passiert ja gerade nicht, weil die nicht schöpferisch ist. Mhm. Super, ich habe ganz viel gelernt. Bist du durch mit deinen Folien? Ich guck nochmal. Ach so, ja. Es wäre schade, was zu verpassen. Ja, das ist vielleicht das Letzte so ein bisschen auch. Ich meine, es ist ja auch mal dieses, alle wollen intelligent sein. Das ist ja so ein Gut, was hart umkämpft ist. Ne? Und deshalb auch ist es in jeder Werbung, ne, das intelligente Auto, die intelligente Uhr, eine Smartwatch. Ich habe jetzt eine intelligente Uhr, da muss ich nicht mehr schlau sein. Ja, super. Ne, also dieser Begriff wird ja auch so dermaßen missbraucht und von daher hier mal so auch ein bisschen sticheln. Ne? Wenn man sagt, ne, die Intelligenz ist wirklich im Gehirn, muss ich sagen, die Autos sind eher dümmer geworden, weil die Gehirnmasse im Vergleich zu dem, was an 2 Tonnen oder 3 Tonnen SUV um diese immer kleineren Gehirne herum sich tummelt, würde ich eher sagen, wir haben da einen völlig falsches Verständnis von Intelligenz und von daher auch nochmal ganz klar, ne, hier ist es irgendwie jetzt gar nicht vom Kontrast so gut. Bewusstsein, ne, die wirklich intelligente Entscheidung ist zu sagen, wir müssen an unserem Bewusstsein arbeiten, vielleicht an unserer Liebesfähigkeit und die Technik darf uns unterstützen, aber der Fokus ist immer so sehr auf Technik und das ist eine hochgradig unintelligente Entscheidung, nur auf die Technik zu gucken. Aber das, was ich jetzt gerade auch gerade merke mit diesem Schlusssatz von dir, ist letztendlich hält es uns im Materialismus gefangen? Naja, es ist zumindest ein Ausdruck des Materialismus. Ja. Aber es kommt daher, es übt eine Faszination aus. Hat und die Religion auch gemacht, hat uns immer klein gehalten, genau. Entwickelt dich ja nicht weiter, du, da bleibt naja, da. Naja, und jetzt kommt die Intelligenz von den Maschinen na, und die sind bald besser als du, das macht ja auch klein, na, anstatt zu sagen, hier, das ist ein Tool, das kannst du nutzen, die Hoheit, die Verantwortung, das Schöpferische bleibt immer bei dir. Das sagt ja keiner, aber das ist eigentlich die wichtige Botschaft. Hm. Danke ganz herzlich. Professor Dr. Eckhard Kruse war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit möchten wir das Thema KI einfach mal so abschließend darstellen und Ihnen mitteilen, dass da Angst haben zu haben vor dieser neuen Technologie bei weitem verfehlt ist und dass wir auch keine Angst haben müssen vor irgendwelchen Killer-Robotern, die sich einfach selber weiterentwickeln und letztendlich den Menschen unterjochen und. Es ist eine super gute Kopiermaschine, die selber neue Texte aus der Fülle von Möglichkeiten zusammenschöpft und das ist etwas unfassbar Wertvolles und eine gute, bereichernde Art und Weise, aber machen müssen es immer noch wir. Wir müssen immer noch unseren Kopf einschalten und darüber sinnieren, ist es das Richtige für uns oder nicht. Aber es sind Informationen, die sicherlich wertvoll sind. In diesem Sinne,
Habe ich gut gesagt? Bist du zufrieden? Perfekt. Gut, danke. Dankeschön. Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.